Halo 5 spaltet ja so ziemlich sehr viele Meinungen in der Community. Also es gibt welche, die finden es sehr gut, unter anderem auch ich. Und andere, die finden Halo 5 eher schlecht. Eine Sache, die aber auch ich als Halo 5-Verfechter schlecht finde, oder was heißt eine Sache, es gibt dort einige mehrere Sachen, aber eine davon ist das Kino. Das Kino gab es ja schon seit Halo 3 jetzt, mittlerweile in 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, irgendwie sowas Games. Kommt auch darauf an, ob man die Master Chief Collection mitzählt, weil sie im Großen und Ganzen nur alte Games sind. Ja, aber ich muss sagen, seit der Implementation in Halo 3 hat das Kino nicht wirklich viele Verbesserungen gesehen, speziell eben auch in Halo 5. In Halo 5 sind im Großen und Ganzen nur zwei, theoretisch, wenn man möchte, drei Features dazugekommen. Ein Feature wäre, dass man endlich mal vorspulen kann. Und ich meine jetzt nicht vorspulen, die man schnell vorspult, sondern dass man auch wirklich mit dem Vorspulbutton nach vorne skippen kann. Und Nummer zwei wäre, dass man schlussendlich auch Leute durch Wände durchsehen kann, also Outlines aktivieren, dass Leute umrandet sind. Und theoretisch, wenn man es noch dazu zählen möchte, was ich persönlich tue, großes Feature Nummer 3 wäre der Spectator-Modus, zu dem ich aber auch am Ende nochmal kommen werde. Nun, das ist im Großen und Ganzen alles, was das Halo 5 Kino groß oder Theater, oder wie man es auch immer nennen möchte, großartiges an Neuerungen gebracht hat. Und das ist herzlich wenig. Andere Features, wie zum Beispiel die Forge, also die Schmiede, haben deutliche Verbesserungen gesehen oder miterleben dürfen, und das Kino im Großen und Ganzen ist so geblieben, wie es seit Jahrzehnten schon war. Nein, im Gegensatz, ich würde sogar sagen, es ist zum Teil noch schlechter geworden. Es gibt nämlich einige große Dinge, die mich an Halo 5, am Kino von Halo 5 sehr arg stören, und die fange ich jetzt am besten mal an zu erzählen. Nämlich Nummer 1 ist, dass man jetzt diese tolle Serverperspektive hat. Die hat zwar auch ihren Vorteil, gut, das könnte man natürlich auch noch zu Vorteilen zählen, habe ich ganz vergessen. Man kann jetzt nämlich bei anderen schlussendlich in die First-Person-Perspektive. Aber es hat auch einen großen Nachteil, und zwar einen, den ich am Halo 5 oder generell am Halo-Kino, meine ich, immer sehr gemocht habe. Das Kino wurde nämlich irgendwann auch von anderen Spielen übernommen an der Konsole, allem voran Call of Duty. Und Call of Duty hatte eine Implementation, wie sie Halo 5 jetzt in ungefähr hat, nämlich das ganze Gameplay stammt höchstwahrscheinlich vom Server. Zumindest kann ich mir nicht anders erklären, wie es zu folgenden Problemen kommt, die ich gleich erläutern werde. Und zwar, warum das Kino in Call of Duty, speziell Black Ops, wo es ja das erste Mal eingeführt wurde, nicht wirklich zu verwenden war, war die Tatsache, dass alles so ein bisschen hinterhergehinkt hat. Es war nicht wirklich so, wie man es als Spieler erlebt hat, sondern wie eben der Server es gesehen hat. Wenn es jetzt natürlich keine super Verbindung war, wie man es oftmals halt hat beim Online-Spielen, hatte man das Problem, dass man zum Beispiel geschossen hat, getroffen hat, obwohl man eigentlich nicht getroffen hat. Man hat daneben geschossen, es wurde aber als Hit registriert. Das kommt höchstwahrscheinlich daher, dass die Abfrage, ob etwas als Treffer zählt oder nicht, auf der Konsole passiert und nicht am Server. Und deswegen die Konsole sagt, ja, der hat getroffen, der Server aber hingegen sieht das im Großen und Ganzen anders, nimmt aber die Information der Konsole, und deswegen zählt ein Nicht-Treffer aus der Serversicht höchstwahrscheinlich als Treffer im Gameplay dann. Und das ist im Großen und Ganzen sehr schade, weil man kann Gameplays, die da größere Probleme haben, wobei es natürlich auch mal sehr stark von der Verbindung, die man gerade hatte, zum Server abhängt. Aber wenn man halt mal ein Spiel hat, wo die Verbindung nicht so toll war, ist das Gameplay eigentlich im Großen und Ganzen nicht zu verwenden, denn es sieht einfach nur unglaublich aus wie Shit. Deswegen habe ich jetzt auch wieder angefangen, mit Halo 5 einfach live selbst mit zu capturen und nicht mehr das Kino zu benutzen, weil im Großen und Ganzen finde ich zumindest, dass die Gameplays oftmals sehr, sagen wir, merkwürdig aussehen. Naja. So,
großes Problem Nummer 2, und das ist das, was mich am meisten am Halo 5 Kino stört. Ich kann ja noch damit leben, dass es nicht mehr alles so ist, wie man es gesehen hat, wie man es aus alten Halos gewohnt war, nämlich dass halt, wenn man getroffen hat, man auch getroffen hat und ähnliches und das Gameplay halt aussah wie die Perspektive, die man auch hatte, als man gespielt hat. Damit kann ich ja noch leben, das ist ja nicht so das Problem. Was mich aber wirklich richtig nervt, ist, wenn ich nämlich das Kino dann schon nicht fürs Gameplay verwenden will, dann will ich es zumindest für Map-Flythroughs verwenden. Also wenn ich zum Beispiel irgendwie Beauty-Shots von der Map aufnehmen möchte, wie zum Beispiel in dem letzten Video zum Hammerstorm-Update, das wir gemacht haben, das ihr jetzt oben, rechts, links, eins von beiden im i finden könnt oder in der Beschreibung, habe ich für Talk kurz, also für die neue Multiplayer-Map, die eben kam mit dem Hammerstorm-Update, kurz ein paar Bilder aufgenommen, damit man eben sieht, wie die Map so aussieht und mit der Kamera versucht, so ein bisschen durchzufliegen, damit das Ganze auch schön fürs Auge aussieht. Großes Problem war nur, auch wenn man in die freie Kamera wechselt und nicht bei einem Spieler ist, hat man immer noch die Effekte, die der Spieler hat. Nicht nur das, man hat natürlich auch noch den Sprecher für den Spieler. Das sind zwei Dinge, die mich extrem stören. Und der Sprecher ist ja noch eine Sache, okay, die kann man ignorieren, kann man im schlimmsten Fall einfach Musik drüberlegen. Aber was mich einfach unglaublich irritiert, ist, wenn ich mit der freien Kamera umherfliege und der Spieler wird angeschossen, dass ich dann die Effekte habe, als würde ich als freie Kamera angeschossen werden. Was einfach komplett unglaublich alles zerstört, wenn man versucht, Beauty-Shots aufzunehmen. Man kann natürlich ein eigenes Game aufmachen und dort einfach nur dumm rumstehen und dann diese Filmaufnahmen machen. Aber manchmal möchte ich halt auch die Leute sehen, wie sie drauf spielen und das zeigen. Und es sieht immer ganz lustig aus. Und es ist halt einfach unglaublich behindert, wenn einem dann der Spieler angeschossen wird, den man gerade verfolgt, und einfach komplett der Shot zerstört. Und das ist einfach nur unglaublich dumm. Genau, jetzt zum Spectator-Modus. Der ist zwar an sich, die Idee ist toll, dass es schlussendlich auch in Halo mal einen Spectator-Modus gibt. Immerhin wurde schon sehr lange mittlerweile von der Community verlangt. Aber die Implementierung ist einfach so halbbacken und scheiße, dass man es sich gleich meines Erachtens fast schon hätte sparen können. Okay, so schlimm ist er nicht ganz. Ist schon cool, dass er da ist, aber es stören viele Dinge. Nummer 1, wenn ich den Spectator-Modus habe, dann möchte ich natürlich auch es so sehen, wie das Spiel jetzt gerade im Moment ist. Es wäre also sehr schön, wenn das Gameplay von Anfang an so weit wie möglich vorgespult ist und ich das nicht selbst machen muss, weil das unglaublich nervig ist. Weiterhin verstehe ich persönlich natürlich, wenn der Spectator-Modus leicht versetzt ist. Es soll verhindern, dass irgendwer spectaten kann und dann dem Menschen, der gerade spielt, die Callouts geben und sagen, oh, der ist gerade sonst wo und bla, das wäre im Großen und Ganzen ja cheaten. Aber wieso eine gesamte Minute oder sind es 30, ich weiß auch nicht. Ich finde, mehr als 20 Sekunden sollten es auf jeden Fall nicht sein und meines Wissens sind es mehr als 20 Sekunden. Und das ist unglaublich nervig, weil so weit, wie das Gameplay weg ist vom eigentlichen Spiel, ich finde eigentlich 20 Sekunden schon zu viel, 20 Minuten mehr viel zu viel. Es sollten vielleicht, was weiß ich, von mir aus gut, okay, 10 Sekunden, ja? Das wird mir persönlich auch schon reichen. Ich meine, es geht jetzt da online nicht so großartig drum, dass irgendwie irgendwo irgendwer jetzt Callouts gibt und cheatet. Mein Gott, es sind nur Online-Spiele. Wer macht sich die Mühe, ganz ehrlich? Ich meine, dem Kerl, der einfach nur rumsitzt und Callout gibt, dem muss echt verdammt langweilig sein. Es kann zwar sein, dass jemand ein Tournament sowas macht, wenn es halt ein Online-Tournament gibt, aber dann muss man halt einfach implementieren, dass man im Custom-Game ausstellen kann, dass jemand spectaten kann. Wo liegt die große Schwierigkeit? Naja, auf jeden Fall ist es so weit entfernt, dass es eigentlich komplett doof ist und in gewisser Weise ein bisschen auch den Spaß rausnimmt, wenn ich nämlich jemanden habe, der mir spectatet und gleichzeitig in meiner Party ist. Und mir passiert irgendwas Cooles, dann erfährt ihr es erst eine Minute später. Und das ist einfach, ich meine, bei Twitch ist es zum Teil schon komisch, wenn man im Chat ist mit jemandem, der gerade streamt und sich gleichzeitig den Stream ansieht, weil das ja schon leicht verzögert ist. Aber die Verzögerung vom Spectator-Modus in Halo 5 ist so extrem, dass es einfach komplett sinnlos ist schon fast. Macht fast schon keinen Spaß. Naja. Nummer 2 ist im Großen und Ganzen das Menü. Einfach das Menü aus dem Theater/Kino.
Was ich ein bisschen komisch finde, es wäre cool, so ein paar Overlays anzeigen zu können, wie zum Beispiel, wann kommt welche Powerwaffe ab, wann spawnt die, wie viel Schilde haben gerade sämtliche Teammates, wenn man die sich seitlich anzeigen lassen könnte. So Sachen, die einen halt interessieren, wie es bei großen Tournaments zum Teil, zum Beispiel bei Call of Duty oder ähnliches ist, wo man dann auch eine kleine Map irgendwie hat. Ich muss sagen, der Call of Duty Spectator Mode ist echt nicht schlecht und er wird tatsächlich auch bei Tournaments verwendet. Und die Tatsache, dass in Halo 5 im Tournament kein einziger Mensch den Spectator-Modus verwendet, sondern wie damals, wie schon immer bei Halo, einfach jede Konsole einzeln abgecaptured wird, spricht ja für sich. Nämlich spricht, dass dieser Spectator-Modus komplett für den Arsch ist. Und das ist sehr schade. Und das sind natürlich so die Sachen, die mich stören an Dingen, die existieren. Jetzt kommt aber natürlich, was nicht existiert. Im Kino zum Beispiel wäre es mal sehr cool, den kompletten Score sehen zu können. Das Scoreboard. Was mich schon seit jeher immer frustriert hat, ist, dass man das Scoreboard nicht mehr sehen kann im Kino. Auch nicht mehr danach oder sonst wie oder keine Ahnung was. Jemand hat auch ein Video gemacht, ich weiß gerade nicht mehr, wer es war. Ich werde ihn auf jeden Fall verlinken und das Video, wenn ich es noch wieder finde, mit reinschneiden, wo selbst ein mit Hilfe der Halo API ein Kino gebastelt wurde, das auch die Medaillen und wann sie freigeschalten wurden im Spiel mit rauszieht. Was einfach sehr cool ist, zum Beispiel würde mich bei manchen Spielern sehr interessieren oder bei manchen Gameplays, oh, wann habe ich das Massaker gekriegt? Oder für Leute, die gerne Clips aufnehmen, wann hatte er den Overkill und so ähnliche Dinge. Das wäre einfach unglaublich praktisch und würde vieles um so viel vereinfachen, dass es eigentlich ganz aus wäre. Wäre super. Aber sowas passiert einfach nicht. Es ist immer noch das gleiche Kino wie seit jeher. Und das ist unglaublich nervig. Was zum Beispiel auch noch cool wäre, was jetzt sehr weit gegriffen wäre, wäre speziell eben für Machinima-Leute oder so, wenn man die Kamera scripten könnte. Wenn man zum Beispiel sagen könnte, okay, ich möchte jetzt eine Kamerafahrt haben, die so und so verläuft. Einzelne Keyframes setzen, abspielen, aufnehmen, fertig. Wäre super. Sowas ähnliches wie eben GTA 5 mit seinem Spectator, nicht Spectator-Modus, sondern mit seinem Editor gemacht hat. Und sowas wäre halt einfach toll. Aber sowas passiert nicht und sowas ist unglaublich nervig. Und ich persönlich finde, dass das Kino mit einer der Sachen ist, die noch am meisten Arbeit brauchen in Gesamt-Halo 5. Und es wäre, ich hoffe, dass sich da noch was tut. Ich wage es zu bezweifeln. Ich bin mir auch nicht sicher, ob sie überhaupt noch was machen können oder ob das Kino wirklich eine Sache ist, die so fest ins Spiel eingebaut ist, dass da wirklich nicht viel zu machen ist. Naja. Ihr könnt mir ja mal schreiben, wie ihr das Kino findet, ob ihr es mögt, so wie es jetzt ist, oder ob ihr es einfach nicht oft genug verwendet, dass es euch überhaupt interessiert, oder ob euch vielleicht andere Dinge fehlen, die ich gar nicht erwähnt habe. Das war's schon wieder von mir. Ciao.